Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und dieses Mal, wenn wir von unserem Namen ausgehen, Brettspieltester, haben wir ein relativ überschaubares Spielbrett. Aber das ist nicht so schlimm, weil... Zweckdienlich. Es ist zweckdienlich, denn wir haben hier ein Kartenspiel, ein Stichspiel, und zwar mit dem Titel Jekyll vs. Hyde. Und trotzdem starten wir erstmal mit den Rahmendaten. Jekyll vs. Hyde ist ein Spiel für genau zwei Personen ab 14 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 20 Minuten angegeben, ist beim Mandu Games erschienen. Der Vertrieb der deutschsprachigen Ausgabe erfolgt durch Nice Game Publishing, kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 16,50 Euro und der Autor oder Ideengeber ist Geoniel. Jo, wie der Titel schon verrät, handelt es sich halt eben quasi eine Adaption des Romans. Wie heißt er im Original? Der seltsame Fall des Dr. Die Novelle, Jekyll. Ne? Was? Achso, die Novelle, der seltsame. Ja, Novelle, Roman. Das ist ein fließender Übergang, siehe Stephen King, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Und zwar der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde nach, oder von, besser gesagt, Robert Louis Stevenson. Wer den nicht kennt, doch, ihr kennt ihn, das ist nämlich der Autor von... Keine Ahnung. Die Schatzinsel. Achso, ich wollte gerade sagen, die verrückte Insel. Oder zum Beispiel, nee, die Schatzinsel oder zum Beispiel von Der Flaschengeist. Da habe ich früher von PEG eine coole Audio... LP gehabt, Hörspiel-LP. Aber ich schweife ab. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, da geht es natürlich um Schizophrenie und das wird hier auch durch einen wunderschönen, metallenen, massiven Spielmarker dargestellt. Auf der einen Seite der und auf der anderen Seite der. Also auf der einen Seite Dr. Jekyll und auf der anderen ja, Seite. Ja, aber ich habe von der Seite jetzt nicht gesehen, welcher wer ist. Deshalb ich würde sagen, das sieht fast so der aus. Der Böse ist Mr. Hyde und der Gute. Mr. Hyde und das ist Dr. Jekyll. Genau. Aber wir starten erstmal mit dem Spielmaterial. Die Identitätsfigur hast du jetzt ja schon gezeigt. Wie Christian schon sagt, das ist sehr massiv. Dann haben wir ja einmal das Spielbrett quasi. Ganz wichtig, die Spielfigur startet immer ganz rechts. Da ist immer der Startplatz für die Spielfigur. Und ganz links ist praktisch, ich sag mal, das Ende von diesem Pfad sozusagen. Ihr habt nämlich hier einmal einen Bereich für Dr. Jekyll, das ist hier dieses, ich sag mal, türkisfarbene. Und dann habt ihr hier einen Bereich für Mr. Hyde, das ist hier orange. Ja, und dann geht es nachher ins lilafarbige, würde ich mal sagen. Dann gibt es hier oben drei Spezialplättchen, liegt ihr schon mal oberhalb des Spielbretts bereit. Und es gibt insgesamt 25 Karten. Es gibt nämlich zum einen vier Trumpfkarten, die gibt es in der Wertigkeit 2, 4, 3 und 5. 2, 3, 4, 5. Und zwar jeweils plus, das ist wichtig. Genau, jeweils plus. Also die gibt es in der Wertigkeit 2, 3, 4 und 5. Und es gibt drei verschiedene Kartenfarben, die nennen sich hier sozusagen die Wesenskarten. Es gibt einmal die Zornkarten, die gibt es von 1 bis 7, genauso wie die Gierkarten, diese grünen Karten, die gibt es auch von 1 bis 7. Und es gibt dann noch die sogenannten Stolzkarten, das sind diese lilafarbenen oder rosafarbenen Karten, die gibt es immer von 1 bis 7 jeweils. Diese Karten nehmt ihr jetzt zu Spielbeginn und mischt die einmal durch. Eigentlich bist du ja, je nachdem, erst müssen wir uns entscheiden, Entschuldigung, wer ist denn ja, Mr. Jekyll? Wenn ich mische, dann bin ich Mr. Hyde. Mr. Hyde und wer ist Dr. Jekyll? Also ich bin Mr. Hyde. Du bist Mr. Hyde, das müsst ihr euch am Spielanfang natürlich überlegen, wer ist Mr. Hyde und wer ist Dr. Jekyll? Mr. Hyde mischt und Dr. Jekyll fängt an. Wir spielen jetzt hier aber insgesamt drei Spielrunden. Jede Spielrunde besteht aus 10 Stichen. Von diesen 25 Karten werden jetzt nämlich an jeden Spieler 10 verteilt. 5 legt ihr unbesehen beiseite. So, und ihr spielt jetzt über insgesamt 3 Spielrunden und wie gesagt, jede Runde besteht aus 10 Stichen. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt einmal drei verschiedene Kartenfarben, einmal grün, rot und rosa. Jede Kartenfarbe aufsteigend von 1 bis 7 und dann gibt es halt noch die Trumpfkarten 2, 3, 4 und 5 mit dem Plus dran. Zu Beginn der ersten Runde müsst ihr jetzt aus den 10 Karten, die ihr auf die Hand bekommen habt, erstmal eine Karte austauschen. Das heißt, ich muss eine Karte an Christian abgeben und Christian eine Karte an mich. Wichtig dabei ist, sofern ein Spieler 2 oder mehr von diesen Trumpfkarten hat, muss er eine von diesen Trumpfkarten auch abgeben. Das heißt, ich müsste jetzt eine von ihm aussuchen und gebe die an Christian dann weiter. Ja, wir machen das sowieso mal beispielhaft. Wir mischen ich wollte das gerade so cool machen. Also, ich habe die Karten, ich habe eine Trumpfkarte und dann machen wir das nachher. Okay, du kriegst eine Karte von mir, du kriegst einfach die Karte. Genau. So, in der zweiten Runde müsst ihr zu Spielbeginn 2 Karten austauschen und in der dritten Runde müsst ihr zu Spielbeginn 3 Karten austauschen. So, es beginnt immer zu Beginn der Runde, je nachdem, wo die Identitätsfigur steht, der Spieler, in dessen Bereich die Figur steht. Genau. Mach sie doch einfach. Genau.
Zu Spielbeginn beginnt immer Dr. Jekyll, weil die Spielfigur beginnt immer hier in dem Bereich von Dr. Jekyll. Wenn sie irgendwann mal voranschreitet, irgendwann mal hier bei Mr. Hyde ankommt, dann würde Mr. Hyde die Spielrunde dann beginnen. Nicht den einzelnen Stich, sondern es geht jetzt um die einzelne Spielrunde. So, das heißt, ich bin jetzt Startspieler und der Startspieler sucht sich jetzt aus seinen Handkarten eine Karte aus. Und da gibt es jetzt ja verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich eine Farbkarte oder eine Wesenskarte ausspiele, muss jetzt der Gegenspieler in der Farbe bedienen. Oder er kann eine Trumpfkarte ausspielen. Oder wenn er die Farbe nicht bedienen kann, weil er gar kein Rot in dem Fall mehr hat, dann dürfte er eine beliebige Farbe ausspielen. So, wichtig, erste Karte wurde gespielt. Das ist jetzt eine Rot, dann durch den Marker in der entsprechenden Farbe, hier Rot, und packt ihn auf die erste Stelle, also auf die Stelle von diesen dreien ganz links. Ich muss jetzt darauf reagieren, ich habe Rot. Und dementsprechend bediene ich Rot. Ich könnte jetzt auch eine von den Trumpfkarten spielen. Das macht aktuell keinen Sinn. Ihr werdet sehen, warum. Ich spiele erstmal die korrekte Farbe. Und dann wird geschaut, wenn es zwei Karten der gleichen Farbe sind, wer hat die höhere Zahl. Das heißt, Michaela hat eine 7. Ich habe eine 2 gespielt. Das heißt, der Stich geht an Michaela. So, und der Stichgewinner, der darf dann immer praktisch, oder ist Startspieler des nächsten Stichs. Das heißt, ich spiele dann wieder den nächsten Stich aus. Und ich könnte jetzt zum Beispiel die zweite Möglichkeit, die es gibt, ihr könnt auch eine Trumpfkarte ausspielen. Wenn der Startspieler eine Trumpfkarte ausspielt, muss er eine Farbe ansagen. Ich sage jetzt mal, ich möchte ganz gerne grün haben. So, und jetzt der andere Spieler muss jetzt, wenn er grün auf der Hand hat, mit der Farbe auch bedienen. Er darf in dem Fall, auch selbst wenn er eine Trumpfkarte hätte, keine Trumpfkarte spielen. Nur wenn er in der Farbe, die jetzt der Startspieler sich gewünscht hat, so sage ich es einfach mal, nicht bedienen kann, weil er kein Grün hätte, dann dürfte er eine beliebige andere Karte spielen. So, jetzt wird aber erstmal Christian erstmal gucken, was er hat. Er hat Grün, also muss er mit Grün bedienen. So, es ist bei Grün gespielt worden. Genau. Das bedeutet, dieser Marker, der grüne Marker, kommt auf die mittlere Position und der lila-rosafarbene kommt auf die ganz rechte Position. So, jetzt vielleicht mal ganz kurz hier zu den Spezialmarkern. Ihr habt ja schon gesehen, das sind nachher entsprechend der Kartenfarben, hier rot, grün, lila oder ich sag mal rosa, die hier hingelegt werden. Und so bekommen auch die Farben jetzt Ränge. Das heißt, immer die erste Farbe, die gespielt wird in einer Runde, wird, ich sag mal, die schwächste Farbe. Die zweite Farbe, die gespielt wird in einer Runde, wird automatisch die zweitwertvollste Farbe. Und dann wird die dritte Farbe im Prinzip die, ich sag mal, wertvollste Farbe, stärkste, die stärkste Farbe. Wertvoll ist genau. Nicht richtig. Stark, was auch immer. So, wichtig, wenn eine Trumpfkarte gespielt wird, wird jetzt immer erstmal der Effekt der Trumpfkarte ausgespielt. Und der Effekt der Trumpfkarte bestimmt sich nach der Kartenfarbe, die dann gespielt wurde. In dem Fall jetzt grün. Und dafür gibt es halt diese Spezialmarker. Es gibt hier einmal den roten Spezialmarker, hätte jetzt hier also rot gelegen. Dann würde jetzt in dem Fall, würden alle Spezialmarker resettet werden und wieder hingelegt werden. Und sobald eine neue Kartenfarbe ausgelegt wird, würde die halt jetzt als erste Kartenfarbe wieder hingelegt werden. Das ist im Prinzip der Spezialeffekt der roten Farbe. Der Spezialeffekt der grünen Farbe besagt jetzt, wir müssen zwei Handkarten miteinander tauschen. Das heißt, jeder sucht sich jetzt zwei Handkarten aus, zwei beliebige. Da muss man jetzt auch nicht wie zu Spielbeginn eine Trumpfkarte tauschen, wenn man zwei hat. Das gilt wirklich nur für den Rundenbeginn. Und dann hat man die Karten getauscht. Dieser lila Effekt bedeutet, wenn jetzt hier eine lila Karte gelegen hätte, der Gewinner des Stichs darf sich dann zu dem Stich, den er hier bekommt, noch einen weiteren Stich des Gegners nehmen, den dieser schon ausliegen hat. Es ist auch so, wenn ihr mit einer Trumpfkarte spielt, dann gewinnt immer die höhere Zahl. Das heißt, die Farbe ist in dem Moment egal. Hier wäre jetzt ja grün schon, ich sag mal, von mittlerer Farbringe sozusagen. Aber wenn ihr eine Trumpfkarte ausspielt, dann gewinnt in einem Stich immer die höhere Zahl. Das heißt, Christian hätte jetzt hier gewonnen. Wieso hätte? Hab. Hast gewonnen, genau. Jetzt können wir noch mal ganz kurz ein anderes Beispiel machen. Sagen wir mal, Christian hätte jetzt gar kein Grün gehabt. Und hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt Grün, er könnte nicht bedienen. Dann hätte er jetzt auch mit einer, ich wollte jetzt auch eigentlich auf die Trumpfkarte hinaus. Ja, ich weiß. Dann hättest du jetzt auch eine Trumpfkarte drauflegen können, damit wir noch zur dritten Möglichkeit. Nur dann, wenn er nicht die Farbe hat, die ich mir gewünscht habe, darf er ja eine beliebige andere Karte spielen und auch eine Trumpfkarte. Wenn eine Trumpfkarte auf eine Trumpfkarte gelegt wird, dann neutralisieren sich diese beiden Karten. Das heißt, es gibt in dem Moment keinen Effekt und es gewinnt wieder die, ich sag mal, Karte mit dem höheren Wert, weil immer wenn eine Trumpfkarte gespielt wurde, gewinnt immer die Karte mit dem höheren Wert. Und was hier auch noch ganz wichtig ist, ihr seht hier ja 4 plus und 5 plus. Hätte Christian jetzt mit Grün bedient, weil ich mir ja Grün gewünscht habe und er hätte diese 4 gespielt, dann ist 4 plus
höher als 4. Das heißt, die Trumpfkarten, die haben alle 2, 3, 4 und 5 ein Plus drauf. Das heißt, eine 2 Plus übersteigt eine 2, aber ist natürlich unter der 3. Genauso wie hier auch die 4 Plus unter der 5, 6 und 7 und so weiter wäre. Das heißt, in dem Fall, ich habe 4 Plus, ich hätte diesen Stich dann in dem Moment dann gewonnen. Ja, hast du aber nicht, ne? Habe ich aber nicht, genau. So, dann können wir nochmal ganz kurz erklären mit unterschiedlichen Farben. So, wir teilen eh nochmal gleich neu aus. Ich gebe jetzt einfach mal diese Karte zurück. Sagen wir mal so, ich wäre jetzt wieder Beginner des Stichs geworden und ich würde jetzt mal eine Karte ausspielen. Du schon mal in die Karte. Ich spiele jetzt hier einfach mal eine grüne Karte aus. Und Christian hat jetzt keine grüne Karte. Denken wir uns die beiden grünen Karten immer weg. Die hast du nicht. Oder die drei grünen Karten, die hast du nicht. Und deswegen spielt Christian jetzt, weil er keine grüne Karte hat, wenn er sofern eine hat, müsste er ja bedienen oder eine Trumpfkarte spielen. Nur wenn er keine grünen Karten mehr hätte, dürfte er mit jeder beliebigen anderen Karte spielen. Tun jetzt mal so, Christian hat keine grüne Karte, dann kann er mit einer anderen Farbe bedienen. So, in dem Fall, wenn jetzt verschiedenfarbige Karten gespielt wird, kommt es jetzt darauf an, wer den Stich gewinnt, wer die höhere Farbe gespielt hat. Die stärkere Farbe. So, Rot ist in diesem Moment die schwächste, dann kommt Grün und Rosa. Das heißt, Christian hat die stärkere Farbe gespielt und würde in dem Moment dann den Stich gewinnen. Und so spielt man die 10 Stiche durch. Und am Ende von den 10 Stichen wird verglichen, wer wie viele Stiche hat. Und dann zieht man von dem höheren Wert den niedrigeren Wert ab. Sagen wir jetzt mal, ich als Dr. Jekyll hätte 6 Stiche gemacht, Christian hätte 4 gemacht. Dann ist es nicht so, dass ich jetzt quasi verloren habe oder mich eher gewonnen habe. Nein, es wird die Differenz gezogen und das sind dann 1, 2 an der Stelle. Genau, und um die Schritte wird halt Mr. Hyde oder beziehungsweise nicht Mr. Hyde, sondern Figur. Die Figur, hier stecken ja noch beide drin, die Identitätsfigur wird jetzt um so viele Schritte, wie die Differenz der Stiche ausmacht, also in dem Fall 6 minus 4, das sind 2, würde sie vorgezogen werden. Und Mr. Hyde gewinnt halt sofort, wenn die Identitätsfigur hier ganz hinten links auf dem letzten Feld angekommen ist. Dann hat sie gewonnen. Ist diese Figur bis zum Ende der dritten Runde nicht hier hinten angekommen auf dem letzten Feld, dann hat Dr. Jekyll gewonnen und ist den, ich sag mal, bösen Einflüssen von Mr. Hyde letztendlich entkommen. Genau. Eine Besonderheit, wir hatten ja gesagt, am Anfang der ersten Runde wird die eine Karte getauscht. Wenn man 2 Trumpfkarten hat oder mehr, dann muss man eine abgeben. In der zweiten Runde oder am Anfang der zweiten Runde müssen 2 Karten getauscht werden. Am Anfang der dritten Runde, so es eine dritte Runde gibt, müssen 3 Karten getauscht werden. Hatte ich auch schon gesagt. Hattest du gesagt? Ja. Habe ich das überhört? Aber ich bin das so macht vertieft ja, in aber das Spiel. Macht ja nichts. Okay, und jetzt spielen wir einfach mal. Das heißt, Christian hat nochmal neu ausgeteilt, ja, also nicht 9 Karten, sondern Christian hat jetzt einfach nochmal an jeden Spieler 10 ausgeteilt. Das heißt, wir starten jetzt einfach mal eine Spielrunde. Zu Beginn der ersten Runde, beziehungsweise ja, zu Beginn der ersten Runde müssen wir jetzt eine Karte noch tauschen. Wenn man 2 Trumpfkarten hatte oder mehr, musste man ja eine Trumpfkarte mindestens abgeben. Und Dr. Jekyll ist Startspieler, das bin ich. Das heißt, ich komme raus, ich lege jetzt die erste Karte raus. Mit der ersten Karte wird jetzt bestimmt, welcher Spezialmarke hier auf das erste Feld kommt. Das heißt, das ist momentan, ich sag mal, die schwächste Farbe letztendlich dann. Und dann muss Christian jetzt mit Lila bedienen oder er muss eine Trumpfkarte spielen. Oder wenn er kein Lila hat, kann er eine beliebige Karte spielen. So, gleiche Farbe, das heißt, der höhere Wert auf der Karte gewinnt, das bin ich. Das heißt, ich bekomme den ersten Stich. Doch, dann machen wir erstmal weiter hier, weil das immer so ein bisschen gefährlich ist. Man weiß nicht, was Christian macht. Die Stiche bleiben. Ja. Man weiß nicht, was Christian macht. Von daher ist das so ein bisschen gefährlich. Du möchtest mir nachher vielleicht ja noch irgendwie was klauen, ne? Man weiß es nicht. Man steckt nicht drin. Keine Ahnung, wovon du redest. Nee, du hast keine Ahnung, wovon ich rede. Das ist mir schon klar. Ich spiele jetzt nochmal die Karte hier aus. Mal gucken, was Christian macht. Also es ist bei dem Spiel eigentlich so, dass Dr. Jekyll möglichst ausgewogen die Stiche verteilt haben möchte, weil umso weniger wird sich die Figur hier auf dem Spielplan bewegen. Und Mr. Hyde möchte natürlich möglichst 10 Stiche gewinnen oder 10 Stiche verlieren, sodass die Figur möglichst weit davor geht. So, den kriege ich dann, packe ich auf meine Seite und jetzt spiele ich mal die aus. Das heißt, Grün ist mittelstark, Rot ist am stärksten. Rot ist super stark. Dann spiele ich jetzt mal die Karte da drauf. Du hast kein Grün? Es sieht so aus, wenn ich Grün hätte, müsste ich eine Grün bedienen oder mir eine Trumpfkarte entsprechend spielen. Von daher, Rot ist stärker als Grün, das heißt, ich bekomme diesen Stich hier. Dann spielen wir mal diese Karte hier aus. Mal schauen mal, was Christian macht. Oh! So, ich habe jetzt eine Trumpfkarte gespielt. Rot wird ausgelöst. Das heißt, die ganzen Marke kommen runter. Wertigkeit der Farben ist jetzt noch nicht klar. Und ich habe eine 5, Michaela hat eine 2. Ich habe eine 5 plus, Michaela hat eine 2.
Stich geht an mich. Genau, weil bei einer Tonkarte zählt ja immer die höhere Zahl am Ende nachher. Die Farbe ist dann egal. Das heißt, obwohl du durftest ja das spielen, man darf ja entweder mit Rot bedienen oder eine Tonkarte spielen. Ja. Ach, jetzt kommst du mit sowas. Dann kommt jetzt Rot kommt jetzt ja wieder. Ja, wenn ich weiß, dass du kein Grün hast, dann kann ich doch mal Rot spielen, oder? Dann kannst du doch mal Rot spielen, wenn du weißt, ich habe kein Grün. Naja, dann spielst du halt jetzt Rot. Dann klaust mir meine roten Karten, oder wie? So sieht das aus. Das ist nicht so nett. Oh, jetzt wird's aber übel für mich. Jetzt wird es aber übel. Ach was, ich habe das schlecht gespielt. Du hast das schlecht gespielt? Es ist doch noch sehr ausgeglichen. Ja, das ist ausgeglichen, ist ja gut für dich. Ausgeglichen ist gut für dich. Das ja, ist ausgeglichen ist gut für mich. Das stimmt, da hast du nicht ganz unrecht. Ich überlege jetzt gerade, möchte ich noch mit dir tauschen oder nicht? Das ist jetzt die Frage, ob ich tauschen möchte. Ich spiele eine Trumpfkarte drauf. Das heißt, bei diesem Stich gewinnt auf jeden Fall die höhere Zahl. Die Farbe ist egal. Und jetzt wird ja bei einer Trumpfkarte der Trumpfeffekt ausgelöst. Das heißt, man schaut, welche Farbe hat die andere Karte. Die ist grün. Das heißt, Christian und ich müssen jetzt hier zwei Karten miteinander tauschen. Ich bekomme die beiden Karten. Ich weiß nicht, was du mir da gerade gibst. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich gebe dir mal die beiden. Du wolltest das doch haben. So. Okay. Gut, du hast den Stich gewonnen, von daher, du kommst raus. Jetzt muss Christian erstmal denken. Das habe ich dir gerade gegeben, verdammt. Ihr könnt die Dinker. Ich weiß auch nicht, was das andere war. Ich spiele mal. Ich bin ja gespannt, was du spielst. Die 4 spielst du. Oh, das Höchste. Das Höchste der Gefühle spielst du aus. Ja, wie gesagt, ich habe nicht mitgezählt. Das war... So, dann spiele ich das mal das aus. Du hast gar kein Lilö. Ich habe scheinbar kein Lilö. Und da hat jetzt die höhere Farbe gewonnen und das war rosa und du hattest grün gespielt, ne? Oder was hattest du gespielt? Oder rot? Zeig doch nochmal hier, ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Christian hat rot gespielt. Ich bin schon im Stich weiter, verdammt. Nee, du hast rosa gespielt. Ich habe rot gespielt. Das heißt ja, das ist arg. Oh nee, das wird ein Unentschieden. Das ist ja blöde jetzt. Wie kriege ich das? Da hätte ich ja Dr. Jekyll sehr gut gespielt. Wie kriege ich das denn kompensiert? Ich habe keine Ahnung, wie das kompensiert bekommst. Ich kriege das nicht kompensiert. Verdammt, Axt. Ganz schlechte Runde. Ich will lila haben. Lila möchtest du haben? Ja. Das ist schlecht. Denn ich habe kein Lila, von daher spiele ich die Karte und bei einer Trumpfkarte gewinnt immer die höhere Zahl. Und das bin ich. Und dann spiele ich die hier aus, von daher ist ein Grün hier. Ja, das ist nicht so schlecht gelaufen. Na, so schlecht ist es auch nicht gelaufen. So, Rot kommt jetzt automatisch dahin. Aber toll ist was anderes. Hier verschiedenfarbige Karten, von daher Rot gewinnt den Stich. Jetzt wird gezählt, ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4 Stiche gewonnen. Ich dementsprechend 6, das heißt Differenz 2, 1, 2, marschiert die Figur. So, das war die erste Spielrunde. Wir spielen ja insgesamt 3 Runden. So, jetzt werden zu Spielbeginn alle Karten wieder genommen. Auch die Karten, die zu Spielbeginn, also bei Rundenbeginn zur Seite gelegt worden. Die Spezialplättchen werden hier resettet und die Figur bleibt dort stehen. Noch hat Mr. Hyde nicht gewonnen, weil Mr. Hyde muss hier hinten ankommen. Ich habe gewonnen, wenn, wie gesagt, in den 3 Runden die Figur nicht auf das letzte Feld hier zieht, weil ich Dr. Jekyll bin. Da die Figur noch hier in Dr. Jekylls Bereich steht, bin ich wieder gleich Startspieler. Aber zu Beginn jetzt der 2. Runde müssen wir jetzt erstmal 2 Handkarten austauschen. Und wenn man mindestens, also 2 oder mehr von diesen Trumpfkarten hat, muss man auch mindestens eine Trumpfkarte dann mit abgeben. So, ich möchte ja möglichst ausgewogen, ne? Von daher müssen wir mal ganz kurz gucken, was wir abgeben. Ich gebe mal einmal die hier ab und ich gebe mal einmal die da ab. So, mal gucken, was ich von dir bekommen habe. Ich habe es jetzt leider wieder nicht gemerkt. Ich bin jetzt ja wieder derjenige, der rauskommt. Ich komme mal mit der raus, weil wie gesagt, zu Beginn der Runde entscheidet sich immer, wo die Figur steht. Steht sie in Dr. Jekylls Bereich, fängt Dr. Jekyll an. Steht sie in Mr. Hydes Bereich, fängt Mr. Hyde an. Erste Karte, Christian spielt aus, danke, das wusste ich ja, dass du die hattest. Dann machen wir mal die Karte hier. Ah, Rot kommt drüber, hast jetzt kein Lila mehr? Oh, Entschuldigung, ich habe mich in der Farbe, nein, das war mein Fehler, sorry, das war keine Absicht. Du hast also eine rote 1. Das ist aber spannend, dass du eine rote 1 hast, dann machen wir das mal so, da kommt jetzt Rot als nächstes. So, dann bekomme ich ja die hier. So, und jetzt müssen wir ja langsam mal ein bisschen gucken, dass wir mal ein bisschen umswitchen, ne? Wie? Was? Wie meinst du? Mhm. So, wir gehen mal weiter auf Rot.
Ach, du hattest ja noch die rote 1. Hast du doch gerade gesagt, deshalb schmeiße ich es doch jetzt ab, damit du es nicht mehr weißt. Das ist aber nicht gut. Das findest du jetzt lustig, ne? Fand ich amüsant. Das findest du jetzt lustig. Dann fangen wir jetzt mal mit grün an. Naja, da immerhin. Du bekommst jetzt ja mal einen Stich. Das ist doch schon mal ganz nett. Wir haben grün vergessen, hier hinzulegen. Schon gekommen, genau. So, jetzt überlege ich gerade mal. Nee, das möchte ich eigentlich gerade nicht machen. Doch, willst du. Ich möchte gar keine Trunkkarte. Ja, ist meiner. Ist übel gelaufen bisher. Das ist nicht gut. Dann spielen wir hier mal die Karte aus. Oh, nö. Ist ein Unglück. Ach, das ist auch noch niedriger. Steiner. Das sieht nicht gut aus für mich. Dann sagen wir doch jetzt mal, was sollen wir denn jetzt mal? Wir wollen mal rot haben. Wir wollen mal hier ein bisschen die Farben wieder verändern. So, jetzt bist du stumm geworden, ne? Rot, das heißt, hier wird erstmal resettet. Der Effekt der Trumpfkarte wird ja ausgeführt. Die rote, die Farbe der anderen Karte bestimmt, welcher Effekt. Das ist es rot, das heißt, die Spezialplättchen werden abgeräumt. Das ist auch meiner. Es ist nicht gut gelaufen für mich hier. Gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Christian lacht. Wie lustig. Ah, ich muss kurz überlegen, was du da hast. Tja, kannst ja mal überlegen, was ich hier vielleicht zocken, habe. Ich könnte nicht zocken, aber ich finde das ganz amüsant. Ich mache das so, damit ist Rot halt eben stärker. Ich kriege den Stich. Ja. Aber jetzt möchte ich ganz gerne Rosa haben. Rosa möchtest du haben. Okay, das ist nicht so gut. Okay, dann hast du den Stich gewonnen. Genau, der Effekt der Karte kann nicht mehr ausgeführt werden. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stiche. Christian hat 2, also 6. 6, 3, 4, 5, 6. Das ist ja so schön. Ich rücke dem Wahnsinn viel näher. So, das war die zweite Runde. Die 5 Karten, die beiseite gelegt wurden, kommen wieder rein. Die Spezialplättchen werden wieder resettet. Noch ist das Spiel nicht vorbei, noch hat Mr. Hyde nicht gewonnen, er braucht noch 2 Stiche. Differenz wohlgemerkt, noch bin ich dem Wahnsinn nicht verfallen. Jetzt beginnt diese Runde übrigens auch Mr. Hyde. Noch bin ich als Dr. Jekyll nicht dem Wahnsinn anheimgefallen. So, jetzt müssen wir 2 Karten austauschen. Nee, wir müssen 3 austauschen. Entschuldigung, 3. Wir sind in der dritten Runde, genau. Wir müssen 3 Karten austauschen. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Jetzt spielen wir auf Sieg, komm. Nein, gib nicht immer so an, das ist so schlimm mit dir. Das ist nur ein Spruch. 2, 3. Warum habe ich so wenig? Achso, das bekommst du. Habe ich dir 3 gegeben? Ja, nee, du hast mir 2 gegeben. Ah, siehst du, ich hab doch das Gefühl gehabt, ich habe dir eine zu wenig gegeben. Ja, du hast mir auch eine zu wenig gegeben. Die Regel bleibt weiterhin, wenn man 2 Karten, 2 Trumpfkarten mehr auf der Hand hat, muss man mindestens auch eine Trumpfkarte mittauschen. Und jetzt kommt Mr. Hyde raus, weil die Figur in Mr. Hydes Bereich hier steht. Ich spiele mal die rote 6. Die rote 6 spielst du. Ui, du bist runter, wie cool ist das? Ziehen wir gleich die Farbe nach. Das ist wie beim Skat, ne? Wenn man im Trumpflauf ist, dann muss man das machen. Im Trumpflauf? Das Wort habe ich gerade erfunden, glaube ich. So, dann sehr schön, läuft. So wolltest du das haben? Das will ich dir doch nicht sagen. Das gehört alles dazu. Das gehört alles zur Tic-Tac. Stich, Bluff. Hast du nicht gesehen? Stich, Bluff. Stich, Bluff, Bluff. Okay. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Das glaube ich auch, dass guter Rat teuer ist. Oh, das ist eigentlich, man ist als Dr. Jekyll hier ständig unter Druck. Ich glaube, ich habe die falschen Karten weggegeben. Okay, dann machen wir doch mal, dann spielen wir doch jetzt mal diese hier aus. Rot. Rot, die rote 1. Rot. Dann gehen wir da drüber. Grün, zweitstärkste und zack. Und dann darfst du auch spielen, weil du den Stich gewonnen hast. Ja, dann würde ich doch mal sagen, spielen wir einfach lässig von oben runter. Und lässig auf Sieg, wer das immer so schön sagt. Nee, lässig von oben die Farbe runter. Das ist jetzt wirklich eine normale... Ja, ja, erzähl mir doch nichts. Ui, die 1. Die 1 ist weg. Mitzählen. Die 1 ist weg. Zack. Ui, die 4 ist weg. Mitzählen. Ui, die 5. Die 5. Da können wir ja nichts machen, würde ich mal so sagen. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich ist das. Aber sowas von ärgerlich. Du darfst dir das nicht nochmal angucken. Doch, den letzten Stich darf man. Du bist ja nicht beim Skat. Du hast dir schon mal alle 5 von deinen Stichen damals angeschaut. Das stimmt also von überhaupt da, doch, hast nicht. Du, hast du wohl. Oh, es sieht sehr schlecht aus für Dr. Jekyll. Ja, was mache ich damit jetzt? Was soll mir das sagen? Ich weiß es nicht. Jetzt muss sogar ich mal kurz nachdenken. Ach nun komm, du hast schon so viele Stiche, du brauchst doch noch 2. Du hab dich nicht so.
Stell dich nicht so an. Ich brauche nur noch zwei. Ja, zwei in der Differenz. Zwei in der Differenz. Ja, ich habe jetzt fünf, wenn du alle anderen fünf, alle anderen drei jetzt noch kriegst. Ja. Dann hast du fünf und das ist unentschieden. Dann hat das nicht funktioniert. Erste Runde war schwach von mir. Erste Runde war sowas von schwach. Wem sagst du das? Ja, jetzt noch Karten tauschen. Ja, oder nein. Das ist jetzt die Question, ne? Ich spiele mal die aus. Oh. Auf jeden Fall gewinnt die höhere Zahl, oh, aber war, grün wird ausgelöst. Das heißt, wir müssen jetzt zwei Farben tauschen, zwei Karten tauschen. Hast du keine? So, ich tausche die mal mit dir. Zwei Karten bitte. Ja, ja. Hast du keine? Das muss dich doch nichts angehen. Das muss dich doch nicht interessieren. Also ich kriege den Stich dann trotzdem, weil ich habe eine 5 Michael. Du hast die höhere Zahl. So. So, du kommst dann wieder raus, weil du Gewinner des Stich bist. Ja, dann. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch aufholen soll. Das kann ja gar nicht funktionieren. Lila! Wusste ich ja, habe ich Michaela gerade gegeben, damit Trumpfkarteneffekt. Ich kriege einen Stich von Michaela. Ja, toll. Ja, jetzt ist egal, jetzt kann ich hier, jetzt ist vollkommen egal. Ich spiele die Trumpfkarte, das heißt, es wird resettet. Ich habe einen Stich und grün ist die nächste Farbe. Ich habe zwei Stiche. So, Differenz. Dann lustige 8. Nee. Oh ja, es sind lustige 6. Ah, reicht ja auch. 8 minus 2 sind immer noch 6. Ja. Das heißt 1, 2 und so weiter. Das heißt, Mr. Hyde hat gewonnen. So, Verlierer fängt an. Du darfst mit deinem Fazit an. Ich war beim Fazit an. Verlierer fängt an. Also, erstmal komme ich zur Anleitung. Ich finde die soweit gut geschrieben, auch gut bebildert, wobei ich echt sagen muss, dass ich am Anfang, als wir gespielt haben, ein bisschen Probleme hatte so mit den Trumpfkarten, wann so die Effekte und wann man eine Trumpfkarte spielen kann und wann der Effekt so ausgelöst wird und so weiter. Ja, und wann darf man eine Trumpfkarte auf eine Trumpfkarte legen und so. Und wann darf man eine Trumpfkarte auf eine Trumpfkarte spielen. Also das war für mich jetzt so am Anfang nicht so ganz einfach. Wenn ihr das gespielt habt, schreibt gerne mal rein, wie ihr das seht, ob ihr da schneller reingekommen seid. Ansonsten muss ich sagen, es ist echt ein total schönes Zwei-Personen-Spiel. Es gibt übrigens auch noch eine Variante, die heißt Revanche, weil ihr habt ja schon gesehen, Dr. Jekyll ist hier ständig unter Druck und man kann das halt so machen, man spielt zwei Spieler, also jeweils zwei Spiele mit drei Runden durch und dann spielt in dem ersten Spiel der eine Dr. Jekyll und in dem zweiten Spiel der zweite Dr. Jekyll und Mr. Hyde bekommt dann immer je nachdem am Ende jedes Spiels, also nach der dritten Runde schaut man dann, wo steht Mr. Hyde und Mr. Hyde bekommt dann halt immer dementsprechend am Ende der dritten Runde dann, also zum Ende des ersten Spiels, dann Punkte für jeden Schritt, den er hier gemacht hat, in dem Moment jetzt 8 Punkte. So, und dann guckt man im zweiten Spiel, wie hat der zweite das als Mr. Hyde gemacht und dann vergleicht man halt die Punkte, wenn beide halt, ich sag mal 10 Punkte sind das Maximale gemacht haben, dann guckt man halt, wer es in weniger Runden dann letztendlich dann geschafft hat als Mr. Hyde. Also die Möglichkeit gibt es auch noch. Es war bisher bei uns immer sehr ausgewogen, wobei ich muss sagen, Christian kann das Spiel besser als ich, er kriegt das besser hin. Ich finde auch diese Spezialfähigkeiten, die sind echt schon ganz schön tricky teilweise, weil man hofft eigentlich immer, gerade wenn man so eine Trumpfkarte hat und ich jetzt zum Beispiel als Dr. Jekyll habe auch darauf gehofft, dass ich jetzt, weil Christian hatte ja als Mr. Hyde schon so viele Stiche, dass ich irgendwann halt eine Trumpfkarte auf eine lilane Karte hätte spielen können oder eine lilane Karte drauf. Ja, das war ja, aber da warst du ja höher mit der Zahl. Weil man dann als Gewinner des Stichs ja noch dem anderen einen Stich klauen kann. Oder hier zum Beispiel, da ist immer die Frage, macht das Sinn, will ich Karten austauschen? Oder hier auch mit Rot, wenn man dann nachher eine Kartenfarbe noch auf der Hand hat und die ist vielleicht nicht so hochwertig und man braucht vielleicht eine höherwertigere Farbe, weil man, wie ich jetzt gerade, mehr Stiche gebraucht hätte als Dr. Jekyll, dann macht es natürlich dann auch mal Sinn, hier den roten zu spielen, dass dann halt hier wieder alles resettet wird. Also ich finde, das ist echt ein interessanter Spielmechanismus, der einem teilweise auch manchmal echt ganz schön das Spiel versalzen kann, weil auch in einem Spiel, ich hatte eigentlich eine Strategie und dann kommt Christian mit dem und dann hatte ich aber auch nur noch drei Karten auf der Hand, dann musste ich was tauschen und dann hatte Christian von mir zwei Karten, ich von ihm, aber er hat es dann so wie gerade eben, das hast du ja auch sehr taktisch gut gemacht, du hast mal die Karte gegeben. Ich wusste ja, welche Karte du hast. Ja, du wusstest ja, welche Karten ich habe und dadurch konnte er dann natürlich da auch noch wieder anders dann ausspielen. Also von daher wirklich ein total schönes Spiel. Wie gesagt, Chris hat es besser drauf als ich. Es war jetzt bei uns auch nicht so, zumindest wenn Christian Jekyll und Hyde gespielt hat, dass der eine mehr gewonnen hat als der andere, sondern du hast Dr. Jekyll auch gewonnen und du hast auch Mr. Hyde gewonnen. Mhm. Ansonsten würde ich erstmal behaupten, als Mr. Hyde ist es grundsätzlich ein bisschen leichter zu spielen. Ja, weil man generell so dieses Gefühl hat, ich will alle Stiche haben. Das ist beim Stichspiel so. Du spielst dann eigentlich aufs Gewinn. Als Dr. Jekyll machst du das eben nicht, weil du eben versuchst, es irgendwo austariert zu haben. Gleichgewicht zu halten, das ist halt nicht ganz so einfach. Von daher finde ich Dr. Jekyll ein bisschen schwieriger zu spielen als Mr. Hyde. Aber wie gesagt, kommt auch drauf an, wer es dann spielt. Christian hat das beides gut hinbekommen. Kommt vielleicht auch auf den Gegenspieler an. Vielleicht hat das bei mir auch deutlich leichter gehabt. Aber ich muss sagen, es ist
eigentlich vom Spielprinzip einfach, aber wie gesagt, die Trunkkarten bringen schon ein bisschen Komplexität mit rein, für mich jedenfalls. Ich habe es nicht gleich kapiert, wie ich die spielen soll, wie ich die am besten einsetzen muss. Und auch diese Spezialeffekte, um die richtig zu nutzen und zu gucken, an welcher Stelle spiele ich jetzt die Trunkkarte, an welcher Stelle macht es Sinn. Man weiß ja auch nicht, welche fünf Karten sind zu Rundenbeginn immer raus. Das weiß man ja auch nicht. Von daher, man weiß höchstens, wenn der andere Spieler einem eine Trunkkarte gibt zu Rundenbeginn, dann weiß man vielleicht, hat er zwei oder mehr auf der Hand, weil eine muss man ja weggeben. Ja. Muss aber nicht so sein. Das kann auch ganz am Anfang wollte ich das taktisch machen, aber da hast du es ja gesehen, der hat keinen Sinn gemacht. Ja, also kann halt auch taktisch sein, dass man die Trunkkarte dann weggibt und der andere denkt, okay, der hat noch eine. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Also ich jedenfalls noch nicht. Wir hatten, in einem Spiel haben wir zwei gewechselt und da haben wir uns zufälligerweise, ich glaube, jede zwei Trunkkarten gegeben und da wusste ich, welche Trunkkarten du hast. Ich habe dir zwei Trunkkarten gegeben? Oder eine? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist auch egal. Das kann man dann schon echt ein bisschen taktisch spielen. Ich bin da nicht ganz gut. Ich habe ganz am Anfang, wo Christian das auch nicht so ganz verstanden hat mit den Trunkkarten, da habe ich dich mal mit Dr. Jekyll, glaube ich, auch mal abgezogen. Da war dir aber, glaube ich, am Anfang auch noch nicht ganz klar, dass das mit diesen Hin und Her, ne? Ich glaube, diese Differenz war dir auch nicht genau, ganz klar. Genau, ich habe nur auf Sieg gespielt und es ging nicht um halt eben die Differenz zwischen den Stichanzahlen. Ja. Genau, also von daher, ich finde, es ist ein total schönes Spiel mit eigentlich einfachen Regeln. Aber, wie gesagt, der Teufel steckt hier für mich im Detail. Ich habe da schon ein, zwei Spiele gebraucht oder auch drei Spiele, um hier richtig reinzukommen mit diesem Trunkkarteneffekt und auch, wie man diese Spezialchips einsetzt. Aber ansonsten muss ich sagen, macht mir dieses Spiel richtig viel Spaß. Bei uns ist es auch nie bei einem Spiel geblieben. Man spielt dann ja schon drei Runden, also diese 10 Stiche. Aber bei uns ist dann meistens auch nie bei einem Spiel geblieben. Wir haben dann meistens auch zwei, drei Spiele nacheinander gespielt, eben weil es auch so schön kurzweilig ist und macht wirklich super viel Spaß, ist für mich wirklich ein sehr schönes Zwei-Personen-Spiel und bekommt von mir 8,5 Punkte. Ja, da gibt es von meiner Seite gar nicht mehr so viel zu sagen. Also halt eben Stichspiel, man weiß generell, welche Karten insgesamt da sind, muss ich eben diese fünf rausdenken. Und es hilft natürlich, wenn man mitzählt. Also die Skatspieler unter euch, wer sich hier ein bisschen konzentriert, der kann natürlich mitrechnen, welche Karten raus sind. Habe ich hier irgendwie manchmal machen können, muss ich ehrlicherweise sagen, aber da es immer diese Unsicherheit gibt, was liegt hier noch, kann man natürlich, wenn irgendwann mal eine Farbe nicht mehr bedient wird, dann weiß ich, die ist tot, alles klar. Das heißt, die Karten, die nicht gespielt worden sind, habe ich entweder auf der Hand oder sie liegen im Stock, also liegen hier in den nicht benutzten Karten. Von daher, also man kann da, wenn man so Stichspiele und insbesondere Skat halt eben kennt, mit dem Mitzählen, was ist noch am Umlauf an Karten, hat man natürlich schon eine Erleichterung gegenüber jemandem, der das eben gar nicht kann. Ich habe es hier nicht so richtig immer durchziehen können. Jetzt eben gerade hat es natürlich geil gepasst, weil die zwei in Lila hatte ich ja auf der Hand, habe die Michaela geben müssen und wusste, es sind die ganzen hohen Karten bei Lila raus. Also spielst du einfach den. Die einzige Gefahr war, dass Michaela den Plus-5er Trunkkarte hat. Aber ich wusste ja, sie hat die Lila-Farben, also musste sie die Farbe bedienen und durfte nicht mit der Trunkkarte reagieren. Von daher war das kalkuliert, dass ich dann eben den Stich kriege und mir dann eben noch einen zweiten schon genommenen Stich von ihr nehmen kann. Was Michaela gesagt hat, am Anfang habe ich es nicht gerafft mit dieser Differenz. Das passiert beim ersten Spiel, weil ich das nicht mitgeschnitten hatte irgendwie. Ich war da schon in meiner Strategie, als Michaela das Spielende dargestellt hat. Oder keine Ahnung. Du warst schon weiter, oder ich was? War schon mittendrin, stand nur dabei. Muss man eben wissen, es geht eben um die Differenz. Von daher, ich habe auch schon Spiele gehabt, da habe ich Michaela das so cool runterspielen lassen, hat sie nachher als Dr. Jekyll hat sie 10 Stiche gehabt, ich als Mr. Hyde keinen einzigen. Haha. Das war, glaube ich, beim letzten Spiel. Das war beim letzten, ich glaube, das erste Spiel, Runde. Erste Runde, ja. Michaela kriegt alle 10 Stiche, ich kriege keinen einzigen. Super. Und die Figur geht eher mal dahin, weil das sind genau 10 Schritte. Und dann hatte ich nach der ersten Runde gewonnen. Das war sehr amüsant. Von daher, jedes Mal abwechslungsreich, weil man kriegt eben eine andere Hand, also man kriegt andere Karten auf die Hand. Die Wertigkeit hier wird halt eben auch dadurch bestimmt, welche Karte wird zuerst ausgespielt und welche Farbe danach. Durch die Trunkkarte auch immer sehr interessant, wann spiele ich sie wie, welchen Effekt will ich denn hier von diesen Plättchen auslösen. Oder gibt es auch mal eine Situation, dass ich die Farbe nicht bedienen kann und dann eben mit einer eigenen Trunkkarte reagiere, einfach um sie aus dem Spiel rauszukriegen als Beispiel. Also wirklich viele, viele Möglichkeiten. Die Figur echt schön massiv, ist echt was Schönes. Da hätte man auch einfach nur so ein Plättchen nehmen können. Das muss man echt mal und dass man das eben nicht hier gemacht hat, sondern wirklich was haptisch Schönes hat, was auch schön anzusehen ist. Das finde ich total genial, weil auch ohne die Figur wäre das mit den Karten, mit dem Spielplan, mit diesen kleinen Sachen für bummelig 15 Euro, sage ich jetzt mal, in Ordnung gewesen. Mit der Figur ist Preis-Leistung für mich jedenfalls vollkommen in Ordnung. Karten schön zu erkennen, Downtime minimal.
Das ist einfach höchstens, man denkt so, oh, verdammt, welche Karte wurde gespielt? Habe ich die 5 in Grün schon gespielt? Ja, nein. Dass man da sagen, mal kurz wenn nachdenkt. Einer ja. Anfängt zu grübeln, welche Karten sind schon ja, gespielt. Ja, aber das ist wirklich dann eine Sache von gefühlt. Also gefühlt eine Minute, in Wirklichkeit 10, 15 Sekunden, das ist nicht lange. Wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Gibt von mir sehr gut 8 Punkte. Es kann ja auch, wie gesagt, sehr schnell vorbei sein. Ja, es kann mal schnell dauern. Es kann aber auch mal langsam. Also wir hatten auch schon Spiele, da ging das echt zur ersten Runde so, Michaela 2 nach vorne gehen müssen, nächste Runde Michaela 2 nach vorne gehen. Und dann ist man natürlich als Mr. Hyde in der letzten Runde natürlich gefordert, dass man da nochmal so Gas gibt. Kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Von daher, also mir macht Spaß. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Jekyll vs. Hyde. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss!